seltener und spektakulärer Anblick. Der Zeppelin NT, ein Luftschiff mit modernster Technologie, gebaut in Friedrichshafen am Bodensee. Ursprünglich war die Ankunft auf dem Flughafen in Mainz-Finden für Montag geplant. Wegen schlechten Wetters wurde der Abflug in Friedrichshafen aber mehrfach verschoben. Man muss da mehrere Faktoren einfach mit einbeziehen, zum Beispiel wie stark regnet es, wie stark ist der Wind, kommt er gleichmäßig schön sauber aus einer Richtung oder ist er sehr böig. Und der Zeppelin ist Sichtflug zugelassen, also VFR, Tag und Nacht. Und wenn wir diese Bedingungen haben, dann dürfen wir fliegen. Und leider war es halt so in den letzten Tagen, dass besonders in Rotterdam der Wind halt wesentlich zu stark war. Ja, und ganz einfach auch einen starken Regen da war. Und die Kombination ist halt für uns jetzt, sagen wir mal, nicht ideal. 2 Stunden kreiste das Forschungsluftschiff bei Feiertagswetter an Christi Himmelfahrt über Mainz, bevor es zur Landung ansetzen durfte. Mit Rückenwind war der Zeppelin schneller am Ziel angelangt als die ihn begleitende Bodenmannschaft, die den Ankermast mitführt, an dem der Zeppelin nach der Landung fixiert wird. Eine Nacht bleibt das Luftschiff in Mainz, bevor es in die Niederlande weiterfliegt. Wissenschaftler des Forschungsinstituts Jülich nutzen den Zeppelin NT im Rahmen des EU-Forschungsprogramms Pegasus, um die Zusammensetzung der Erdatmosphäre zu messen. Mit unserem Pegasus-Projekt versuchen wir zu untersuchen, wie wir gleichzeitig Luftverschmutzung reduzieren können, ohne die Klimaerwärmung anzuheizen. Wir interessieren uns vor allen Dingen für die Selbstreinigungskraft der Atmosphäre. Das wird durch ein bestimmtes Molekül, das sogenannte Waschmittel der Atmosphäre, bewirkt, das OH-Radikal. Das messen wir. Und gleichzeitig messen wir die Bildung von Aerosolen. Aerosol und Wolken sind die kühlenden Gegenspieler zu den Treibhausgasen, die zur Klimaerwärmung beitragen. Der Zeppelin eignet sich für diesen Forschungseinsatz, da er sich im Unterschied zu Flugzeugen sehr langsam bewegt und in niedriger Flughöhe ein relativ hohes Gewicht an Messinstrumenten tragen kann. Im Unterschied zum regulären sogenannten Prallluftschiff hat der Zeppelin NT eine starre Innenstruktur aus Aluminium und Kohlefaser. Seine Propeller sind schwenkbar und elektronisch steuerbar. Der Zeppelin NT ist 75 Meter lang und wiegt 1000 Kilogramm. Das ist natürlich schon eine imposante Größe, was wir da haben. Ja, das ist eine Größe von einer Boeing 747 und mit so etwas fliegen zu dürfen. Und natürlich gibt es momentan nur 3 Zeppeline weltweit. Das macht natürlich schon den Reiz auch aus.